So, kommen wir zurück zum Spiel, zum Torschützen, zum 1:0. Ich muss die Kamera ein bisschen höher fahren. Bei 2 Meter muss man dementsprechend sich ein bisschen anpassen. Gehen wir mal in die erste Halbzeit. Führung durch den Kopfball, Standard, ne? Tolle Leistung von deiner Seite. Aber kurz vor der Halbzeit pfiff der Schlag ins Gesicht, ne? Ja, war ja direkt praktisch nach meinem Tor. Das ist so ein langer Einwurf. Klar, die werden immer gefährlich, aber an sich, wir sind so groß da hinten drin, das müssen wir besser klären. Das kann nicht sein, dass er dann da dreimal rumtitscht und dann irgendwie reinfällt. Ja. Ja, zur Halbzeit 1:1 unentschieden, wie gesagt, in die Halbzeit rein, in die Pause. Aber man hatte das Gefühl, aus der Pause raus sei da irgendwie nicht so 100% da gewesen. Ja, hat ein bisschen klar, Schwierigkeiten raus, so dann unser Passspiel aufzuziehen. Da müssen wir halt irgendwie über die Zweikämpfe und so ins Spiel finden. Das hat ein bisschen gedauert, so, aber ja, sag mal nur so nach den Anfangszeiten der zweiten Halbzeit, war es eigentlich wieder okay. Wo an sich waren wir auch die bessere Mannschaft. Ja, aber der Führungstreffer von Rödinghausen war ja auch ein bisschen unglücklich, ne? Da war so ein bisschen unkonzentriert in der Abwehr, ne? Ja, ich weiß gar nicht genau wie, dann auf einmal. So ein Ping-Pong-Ball. Ja, Ping-Pong-Ball. Ach, das 1-0 jetzt? Das 2-1, das 2-1. Das 2-1, der Elfmeter. Ja, weiß ich, ob das so ein klares Foul war. Wir hatten ja auch die Szene in der ersten Halbzeit, wo es ein bisschen fragwürdig war. Ja, klar, da dürfen wir nicht runtergehen und Elfmeter kassieren. Aber dann kam der Ausgleich, ne, frisch eingewechselt und schon Torschrei, 2:2. Man war glücklich hier an der Mariawalder Straße. Aber Rödinghausen hat es ja nicht aufgegeben. Nee, die haben nicht aufgegeben, klar. Und Matzen Dank nehmen wir natürlich auch. Wir hatten ja natürlich auch absolut genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Fangen wir uns wieder so ein doofes Ding in der letzten Minute, wie schon jetzt 2-3 Mal diese Saison. Ja, es geht nicht, aber passiert. Passiert, aber der Trainer hat ja klare Worte, glaube ich, gefunden auf dem Rasen. Die sind anscheinend doch nötig, ich weiß nicht. Wir müssen da irgendwie reifer werden, das Ding über die Zeit fahren, dass sowas nicht mehr passiert, nicht mehr vorkommt. Karneval Sonntag in Köln, können wir das besser machen? Müssen wir auf jeden Fall machen.